Liebe Geschwister im Herrn, heute ist Himmelfahrt. Wir als Leitung der Deutschen Allianz heißen Sie ganz herzlich willkommen zu diesem Himmelfahrt-Gottesdienst. Möge der Herr uns reichlich segnen, wir hier im Gemeindesaal und Sie zu Hause. Wir sind dankbar, dass wir die Fernsehsender und auch das Internet haben, dass wir diesen Gottesdienst dann ausstrahlen können. Und dass Sie zu Hause mit Gemeinschaft haben können mit uns. Ich grüße Sie mit den Worten, die wir in Epheser Kapitel 4, Verse 7 bis 10 finden. Ein jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Darum heißt es im Psalm 68, Vers 19, er ist aufgefahren zur Höhe und hat Gefangene mit sich geführt und hat den Menschen Gaben gegeben. Dass er aber aufgefahren ist, was heißt das? Anders als dass er auch hingefahren ist in die Tiefe der Erde. Der hingefahren ist, das ist derselbe, der aufgefahren ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Ist das nicht wunderbar, dass unser Herr, er ist in diese Welt gekommen, hat das erlebt, was wir täglich erleben, ist für uns gestorben, wurde begraben, ist auferstanden und gen Himmel gefahren. Und das ist ein Beweis, dass wir eines Tages, wenn er uns rufen wird, dass wir auch auferstehen und dass wir auch hier gen Himmel fahren. Das ist ein wunderbarer Gedanke. Und heute wollen wir dieses ein bisschen mehr beleuchten. Wir haben die Brüder hier. Und so wollen wir diesen Gottesdienst beginnen mit dem Gebet. Und wir beten zusammen. Unser himmlischer Vater, wir sagen dir Dank, dass wir Himmelfahrt feiern dürfen. Danken dir, dass wir so Gemeinschaft haben dürfen unter deinem Wort. Und danken dir, dass wir diese Lieder singen können und dürfen, dass wir diese Freiheit in unserem Lande haben, so öffentlich diese Gottesdienste zu gestalten. Obwohl wir nicht uns versammeln können, doch können wir in Verbindung bleiben, indem dass wir diese Fernsehsendungen haben und auch das Internet und sind froh, dass wir so diese Gottesdienste weiterführen können und dass Geschwister den Segen zu Hause bekommen können. Danken dir für dieses und danken dir auch für die Allianz, für die Brüder, die da treu sind, ihre Dienste hier in der Umgebung tun, in der deutschen Sprache. Und so schauen wir auch zu dir, dass du zu uns redest, durch Lied und durch Wort. In Jesu Namen. Amen. Drei Gemeinden beteiligen sich in der Deutschen Allianz. Ich möchte sie hier vorstellen. Sind King Road Mennonitenmüde Gemeinde unter der Leitung von Pastor Heinz Schartner, Ebenezer Mennoniten Gemeinde unter der Leitung von Pastor Arthur Bergen und Clearbrook Mennonitenbrüder Gemeinde unter meiner Leitung der deutschen Abteilung hier in dieser Gemeinde. Mein Name ist George Bayer. Wir sind dankbar, dass eine Sängergruppe aus der Allianz im Gesang dienen wird, unter der Leitung von Pastor Fred Eckert. Ich bitte, dass Sie uns mit dem Gesang dienen. Wenn diese Lieder bekannt sind, bitte singen Sie mit. Und jetzt die Gruppe ertönt Siegespsalmen, bitte. Und ich bin dankbar, dass wir Menschen nicht nur aus dieser Gemeinde haben, sondern auch andere dazu. Wir haben Gäste hier heute. Und am Klavier ist Melanie Plett und wir freuen uns für den Dienst. Und am Tenor ist Hans Krüger, danke, dass er gekommen ist, dass du da bist. Evelyn Hasenberg. Sie ist hier tätig, auch in dieser Gemeinde. Und Marilse Stahl, auch von King Road. Und wir freuen uns, dass wir zusammen singen können. Jetzt wollen wir singen, ertönt Siegespalmen. Ja, und mein Name wurde erwähnt, ich bin Fred Eckert hier. Ertönt Siegespalmen,
singt dem Herrn, verkündet seinen Sieg, wie er vom Grab zum Throne nach Erden stieg. Lob singt dem Herrn, verkündet seinen Sieg, wie er vom Grab zum einige Lieder von dieser Gruppe hören in diesem Gottesdienst. Wir werden auch zwei Redner heute Morgen haben. Der erste ist Arthur Bergen, Pastor Arthur Bergen von der Ebenezer Mennitengemeinde. Dann wird ein Lied gesungen und dann wird Pastor Heinz Schadner den zweiten Teil die Botschaft bringen, sodass Sie zwei Prediger heute hören werden und die Sänger. Es ist ein Vorrecht, dass wir diese Brüder unter uns haben. Aber ehe wir die Botschaften hören, wollen wir die Texte lesen, die uns zur Anleitung führen sollte, zu dem, was die Brüder uns dann bringen werden. Den ersten Text, den ich lesen möchte, finden wir in Apostelgeschichte 1, Verse 4 bis 12. Und als er, das ist Jesus, mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Da fragten sie ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er von ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auch von ihren Augen weg. Und als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahinfuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidung bei ihnen. Die sprachen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in dem Himmel auffahren sehen. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem liegt, einen Sabbatweg entfernt. Und dann auch Johannes, den Evangelium Johannes, Kapitel 16, Verse 5 bis 15. Nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand unter euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern weil ich euch dies gesagt habe, ist euer Herz voll Traurigkeit. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich hingehe.
Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht enttragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, dass er von dem Meinen nehmen und euch verkündigen wird. Soweit Gottes Wort. Und jetzt die Gruppe bitte. Morgen, liebe Geschwister, liebe Freunde. Jesus, der auferstandene Sohn Gottes, wurde vor den Augen seiner Jünger aufgehoben in den Himmel. Dieses einmalige Geschehen in der Menschheitsgeschichte geschah 10 Tage vor Pfingsten. Seitdem wird die Himmelfahrt Jesu in allen Kontinenten der Welt von bibelgläubigen Christen gefeiert. Trotzdem sind heute viele Christen überrascht, wenn wir von Himmelfahrt, von Himmelfahrtsfeier, von Himmelfahrtgottesdienst sprechen. Deshalb wollen wir heute auf die Frage eingehen,
Warum ist die Himmelfahrt Jesu so wichtig? Pastor Heinz Schartner und ich werden heute auf diese Frage eingehen und anhand der Bibel einige Einsichten hier heute mitteilen. Warum ist die Himmelfahrt Jesu so wichtig? Erstens, die Himmelfahrt macht die Ziele des Herrn klar. Apostelgeschichte 1 beschreibt das letzte Zusammensein Jesu mit seinen engsten Vertrauten. 3 Jahre hatte er Jesus mit ihnen gelebt und hatte sie unterrichtet. Sie haben viele Wunder gesehen und Wunder miterlebt. Nach seiner Auferstehung war er, Jesus, 40 Tage immer wieder bei ihnen und unterrichtete sie. Während der 3 Jahre hatten die Jünger immer wieder ihr Unverständnis zur Schau getragen. Hatte nun seine Auferstehung alle Unklarheiten beseitigt für sie? War ihnen jetzt alles klar, was Jesus gelehrt hatte und wozu er gekommen war? Nach 40 Tagen, die Jesus unter ihnen war, als der Auferstandene, haben sie immer noch nicht begriffen, was Jesus mit dem Reich Gottes meinte. Sie halten immer noch daran fest, dass Jesus ein zeitliches, irdisches Königreich schaffen wird. Matthäus und Lukas aus der Bibel heben dieses besonders hervor. Matthäus berichtet, und ich zitiere, etliche aber zweifelten. Und Lukas zeigt in dem Text, den wir zur Einleitung gelesen haben, wie sehr die Heilserwartung der Jünger auf das Diesseits gerichtet war. So lesen wir in Apostelgeschichte, und ich zitiere, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Und Jesu Antwort, es gebührt euch nicht. Und er spricht dann weiter. In anderen Worten, habt ihr es immer noch nicht begriffen? Lasst diese Fragen mal ruhen. Und dann, neben der Warnung vor falscher Begeisterung und vor falscher Erwartung, stellt Jesus positiv die Befähigung zum Auftrag der Weltmission dar. Er sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Ihr werdet, das heißt, genau das wird geschehen. Was Jesus sagt, das geschieht. Das hatten Jünger schon oft und immer wieder erlebt. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und was müssen wir dazu tun, damit dies geschieht? Die Jünger müssen geduldig und gehorsam sein, dann wird es geschehen. Und die Folge? Und werdet meine Zeugen sein. Der Geist befähigt die Jünger zum Zeugen. Das bedeutet, der Heilige Geist und auch die Taufe des Heiligen Geistes ist nicht Selbstzweck, ist nicht in erster Linie zur Erbauung der Christen, sondern ist Aufgabe, ist Befähigung zur Aufgabe. Wir könnten sagen, Hilfsmittel zur Weltmission. So waren Jesu letzte Worte an seine Jünger Aufträge, ein Appell zum Warten, ein Appell zum Empfangen und ein Appell zum Zeugen, zum Bezeugen. Nach seiner Rede durften die Jünger sehen, wovon Jesus gesprochen hatte. Sie brauchten diese Erfahrung, um endlich zu begreifen. Sie brauchten es, mit ihren eigenen Augen zu sehen und mit ihren eigenen Ohren es nochmal zu hören. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben. Jetzt verstanden die Jünger,
Jesus war nicht hier, um exklusiv für Israel das Davidreich wieder zu beleben. Jesus kam, um alle Menschen in sein Reich einzuladen. Die Jünger haben eine konkrete Aufgabe in diesem. Sie haben die Aufgabe, das Evangelium, die gute Nachricht in der ganzen Welt zu verkündigen. Himmelfahrt macht dieses klar. Die Himmelfahrt macht die Ziele des Herrn Jesus klar. Kein irdisches Reich, sondern Gottes Reich, wo alle eingeladen sind. Unsere Aufgabe ist, dieses zu verkündigen, dieses rauszuposaunen in die ganze Welt. Und zweitens, die Himmelfahrt macht den Plan des Herrn wahr. Jesus hat es seinen Jüngern gesagt, dass er zum Vater zurückgehen wird. So lesen wir Johannes Kapitel 16. Das hat Trauer verursacht. So sind wir. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Jesus beobachtete ihren Trauer. Er geht auf ihren Trauer ein. Wir wissen, dass Trennung schmerzhaft ist. Die Trauer ist aber nötig, sagt Jesus. Die Trauer führt zu etwas noch Besserem. Er sagt, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Wir erleben Trauer, wenn unsere Lieben weggehen, wenn unsere Lieben sterben. Das ist auch gut für uns als Christen. Ja, ich habe das bewusst gesagt. Das ist auch gut für uns als Christen. Dadurch wird die Sehnsucht nach dem Himmel gestärkt. Dadurch wird die Sehnsucht für Gott, ein treuer Zeuge, eine Zeugin zu sein, gestärkt. Jesus selbst sagt es so: Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Das Gute dabei ist, wir könnten das so sagen, als der Herr Jesus zum Himmel aufstieg, wurde die Tür geöffnet, damit der Geist Gottes auf die Erde herabsteigen konnte. Als Jesus auf Erden wandelte, konnte er nur an einem Ort zu einer gewissen Zeit sein. Jetzt ist der Auferstandene, der verherrlichte Jesus, überall gegenwärtig durch den Heiligen Geist. Und der Geist wirkt in der Welt, überall in der Welt. Er überzeugt Ungläubige, er überführt sie zur Wahrheit. Der Heilige Geist wirkt auch in der Gemeinde. Er lebt in jedem Kind Gottes und wirkt von innen her. So wird dann auch verständlich, was Jesus schon vorher sagte in Johannes Kapitel 14. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke tun, die ich tue, und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Jesu Himmelfahrt ist gut für die Welt. Jesu Himmelfahrt ist gut für die Jünger. Jesu Himmelfahrt ist auch gut für dich und für mich. Die Himmelfahrt Jesu macht seine Gegenwart allgegenwärtig. Er leitet uns in alle Wahrheit hinein. Deshalb ist Himmelfahrt so wichtig. Deshalb betonen wir diese biblische Wahrheit und deshalb feiern wir Jesu Himmelfahrt. Amen. Lob sie mit ihm, Lob sie.
Ja, es ist wirklich eine wunderbare Sache, dass wir so zusammenkommen können in dieser Art und Weise über TV. Ich glaube, viele von euch, ihr habt Sehnsucht, dass wir uns gerade hier versammeln, immer in Himmelfahrt, denn das ist ja so ein Gebrauch geworden für uns, dass wir es tun können. Und ich möchte hier, bevor ich weiter einsteige in der Predigt, ein ganz herzliches Dankeschön sagen für die Clearbrook-MB-Gemeinde, dass wir wieder es hier machen können und dass sie alles zur Verfügung stellen, dass wir diese Gemeinschaft im Herrn haben können und diese Feier Himmelfahrt. Und in der Besprechung über diesen Text, da wurde es uns ganz klar, dass es so wichtig ist, Himmelfahrt zu feiern. Und deshalb gerade haben wir diesen Text und diesen Thema. Warum ist die Himmelfahrt Jesu so wichtig? Und Bruder Arthur hat uns schon den ersten Teil auf dieser Frage beantwortet in seiner Predigt. Und ich möchte einfach weitermachen. Er sagte eben, dass der Plan des Herrn war, gestellt werden sollte. Himmelfahrt machte den Plan des Herrn nicht nur wahr, er machte auch den Plan des Herrn verständlich. Es wurde klar, dass Gottes Erlösungsplan alle drei Mitglieder der Dreieinigkeit Gottes beeinzieht. Der Vater sandte den Sohn, der Sohn gab das Leben, sein eigenes Leben, so er vergoss sein Blut am Kreuz und der Geist Gottes wurde dann gesandt, um diese Botschaft in die Herzen der Menschen tatsächlich anzuwenden, lebhaft zu machen. Und so lesen wir in Johannes Kapitel 16, Verse 7 bis 11 folgendes. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. So der Heilige Geist, der wird der Welt die Augen auftun. Und deshalb ist es so wichtig, in diesem Sinne gerade, macht Himmelfahrt gerade den Plan Gottes verständlich für uns, ganz praktisch. Für einen jeden von uns, für die Menschheit. Aber er hat hier drei verschiedene, Sachen, die ganz klar in diesem beeinfasst sind. So, er wird die Welt die Augen auftun über was? Über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Ich muss einfach sagen, dass diese drei Sachen eigentlich nicht so sehr populär sind in der heutigen Zeit. Wer will heutzutage noch beschuldigt werden, dass er ein sündhafter Mann oder eine sündhafte Frau ist? Wenn wir über Gerechtigkeit sprechen, dann wird es uns immer mehr klar, dass es ein großes, großes Problem, nicht nur in der heutigen Zeit, aber sicherlich auch in der Vergangenheit gewesen ist. Und dann sagt er noch letztendlich über das Gericht. So, er sagt, über die Sünde wird der Heilige Geist uns die Augen öffnen, dass sie nicht an mich glauben. Und ich würde sagen, das ist ja eine sehr negative Behauptung hier, die Jesus Christus selbst macht. Aber es entspricht, und das nicht nur in der heutigen Zeit, aber schon in der ganzen Geschichte, genau dem, was tatsächlich geschehen ist. Dass im Weiten die Menschheit einfach es nicht zusteht, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und der Erlöser der Welt. Und als Folge dessen auch, und vielleicht sogar als Grund dessen auch, dass sie nicht ihre Sünden erkennen und viel weniger bekennen. Und da sagt es, der Heilige Geist wird die Augen öffnen über die Gerechtigkeit. Und interessant sagt er hier, dass ich zum Vater gehe und er macht das
hier in Zusammenhang mit dieser Bestätigung, dass die Jünger ihn nicht mehr sehen werden. Und das ist eine ganz interessante Behauptung hier, denn wir stehen in dieser Zeit des Glaubens, liebe Geschwister. Nicht des Sehens, nicht in dem, dass wir es erkennen und fassbar machen können. Und das ist ja so eine große Auseinandersetzung, sogar in der wissenschaftlichen Welt heutzutage. Wir wollen es sehen, wir wollen es anfassen und wir wollen es bestätigen. Und Jesus Christus sagt, die Gerechtigkeit besteht nicht in dem, was wir sehen können, sondern in dem, was wir glauben in dieser Zeit. Es wird eine Zeit kommen, in der wir dann tatsächlich wir es schauen werden, wie das Wort Gottes sagt, es sehen werden. Und drittens sagt er, dass der Heilige Geist, der wird auch uns die Augen öffnen über das Gericht. Und der Hinweis hier ist nicht an erster Stelle, dass Gott den Gericht einfach über die Menschen bringen wird, sondern, was sagt er, dass der Fürst dieser Welt gerichtet wird. Und das ist sehr wichtig, dass wir es verstehen. In Gottes Schöpfungsplan, ganz klar schon, in diesem Plan und ganz besonders in der Erlösung, in dem Erlösungsplan, den er gemacht hat, war dieses ganz klar, dass er nicht unbedingt die Hölle für die Menschen geschaffen hat, sondern er hat die Hölle für den Feind geschaffen. Es ist schon klar, dass all diejenigen, die den Feind folgen, auch dieselbe Ankunft haben werden am Ende. So das Gericht, sagt er, wird klar gemacht werden durch die Wirkung des Heiligen Geistes und was das Ende ist. So, ihr merkt schon hier, dass die Worte Jesu Christi in diesem Zusammenhang hier, wie er sagt, dass der Heilige Geist wirkt in unserer heutigen Zeit, eine ganz große Spannung bringt in der Existenz des Menschen. Die Sünde, die Gerechtigkeit und das Gericht. Und wenn wir einfach hier stehen bleiben würden, dann würden wir vielleicht sagen, okay, Himmelfahrt in diesem Sinne denn, machte den Plan des Herrn verständlich, aber es ist ja hoffnungslos. Aber er geht weiter. Warum ist die Himmelfahrt Jesu so wichtig? Die Himmelfahrt ist so wichtig, weil es machte die Zahlung des Herrn Jesus Christi vollständig. So das Werk des Sohnes war nicht vollständig beendet, bis der Sohn wieder in den Himmel aufgestiegen war und sich in der Herrlichkeit, in seiner Herrlichkeit selbst wieder gesetzt hat. Und das ist wichtig, dass wir diesen Zusammenhang nehmen, von was der Heilige Geist offenbart und wie dann der Plan Gottes, der Erlösungsplan Gottes dann folgt. In Hebräer 10, Verse 11 bis 14 lesen wir Folgendes. Und jeder Priester steht Tag für Tag da und versieht seinen Dienst und bringt oftmals die gleichen Opfer dar, die doch niemals die Sünden wegnehmen können. Dieser aber hat ein Opfer für die Sünden dargebracht und sitzt nun für immer zur Rechten Gottes und wartet hinfort, bis seine Feinde zum Schemel seiner Füße gemacht werden. Denn mit einem Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt waren. Es ist so wunderbar gut, dass wir diese Erkenntnis haben können, dass gerade durch die Himmelfahrt Jesu Christi diese Wahrheit zum Vordergrund kommt. Es musste viel kosten, um dass Jesus Christus uns alle einfach nur so weit bringen konnte, dass wir erkennen könnten, dass wir sündhaft waren, dass wir es erkennen sollten und konnten, dass Gerechtigkeit notwendig war, aber auch, dass wir die Realität und die Wirklichkeit des Gerichts verstehen konnten. Aber zur selben Zeit haben wir dann die wunderbare Gnadengabe Gottes durch Jesus Christus. Und
diese Gnadengabe, die kostete viel und die Straße ging durch diese Erde, durch diese Realität. Aber sie blieb nicht da stehen. Sie wurde vollendet, indem wieder Jesus Christus selbst seinen eigentlichen Sitz einnahm in der Herrlichkeit Gottes. So, das ist die Vollständigung dieses Planes. Und noch nicht mal ganz die Vollständigung. Wir werden später sehen, dass noch mehr dahinter ist. Dann möchte ich weiter sagen, dass Himmelfahrt sehr wichtig ist, denn die Himmelfahrt kündet das zweite Kommen Jesu an. Zur selben Zeit, wo Jesus selbst zum Himmel fährt, da wird diese Ankündigung gemacht. Und Jesus selbst hatte es im Voraus gesagt. In Johannes 14, Vers 3, und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin, sagte Jesus selbst zu seinen Jüngern. Und wenn ich hingehe, sagt er, so er hat einen Dienst noch zu verrichten in dieser Zwischenzeit. So in diesem Zusammenhang wieder sagten die Männer mit dem weißen Kleid bei der Himmelfahrt Jesu Christi folgendes. Ihr Männer von Galiläa, was seht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. So, die Himmelfahrt kündet das zweite Kommen Jesu Christi auch an. Es kommt zusammen, es ist ein Paket. Ob zwar wir in dieser Zwischenzeit jetzt leben, ist es gerade eine Gnadenzeit, wie wir eben gesehen haben, wie der Heilige Geist dann am Wirken ist in dieser Zwischenzeit. Und dann möchte ich hinzufügen einen anderen Text, das es beschreibt in 1. Thessalonicher 4, Verse 16 bis 18. Da sagt es, denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Und danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen, und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Und er sagt so, tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Dieser Text, der ist beinahe ein Beerdigungstext geworden. Und das ist einerseits vielleicht schade sogar. Denn er wurde nicht für die Beerdigung bestimmt. Dieser Text, der wurde nicht für die Beerdigung bestimmt, aber sie wurde für die Lebenden bestimmt. Um dass sie wirklich diese Hoffnung festhalten sollten und diese Hoffnung in sich tragen sollten, was es bedeutet, erlöst zu sein von dem Herrn Jesus und was es bedeuten wird, wenn Jesus wiederkommen wird. Und deshalb sagt er am Ende, so tröstet euch mit diesen Worten, nicht weil ihr gestorben seid, aber weil ihr lebt. Wir wissen, dass wenn wir sterben, sicherlich dieses auch für uns selbst ein ähnlicher Schritt sein wird, wie es für Jesus Christus selbst gewesen ist. Und das Wort Gottes bestätigt das. Dann möchte ich noch einen letzten Text erwähnen. Und das ist 1. Korinther 15, Verse 51 bis 57. In diesem Zusammenhang gerade sagt es, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit. Und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird, die Unverweslichkeit, und dies Sterbliche anziehen wird, die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde.
Die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch den Herrn Jesus Christus. Und darum, meine liebe Brüder und liebe Schwester, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Und ich denke, das bringt mir zum Schluss dieser Predigt und die Antwort dieser Frage, die wir gestellt haben: Warum ist die Himmelfahrt Jesu Christi so wichtig? Sie ist wichtig. Die Himmelfahrt ist wichtig, weil sie macht die Ziele Jesu Christi ganz klar. Die Himmelfahrt Jesu Christi macht den Plan Gottes wahr. Die Himmelfahrt Jesu Christi macht den Plan Gottes verständlich. Und die Himmelfahrt Jesu Christi macht die Zahlung des Herrn vollständig. Und letztendlich, die Himmelfahrt kündet den zweiten Kommen Jesu Christi an. Und dann kommt die Schlussfolgerung ganz klar, wie wir sie eben gelesen haben. Darum, meine liebe Brüder und Schwester, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Ich hoffe, dass Himmelfahrt uns gerade diesen Schwung gibt. Ja, diese neue Energie, diese neue Sicht und auch diese neue Hoffnung, dass wir in der Arbeit des Herrn stehen noch in dieser Zeit, wo wir noch nicht selber zum Himmel gefahren sind oder gestorben sind, sodass wir das Werk tun können, das wir tun sollen. Und mit all diesem sollen wir dann auch dieses zu Herzen nehmen. Und wir sollen einander trösten. Möge Gott uns die Gnade schenken, dass das die Wirklichkeit auch in dieser Zeit sein wird. Denn die Himmelfahrt Jesu Christi ist gerade der Wegweiser, dass wir selber einmal zum Himmel gehen werden. Gott segne uns allen. Amen. Jesus Christus ist gen Himmel gefahren. Er ist wahrhaftig gen Himmel gefahren. Und diese Begebenheit durften wir heute Morgen betrachten. Und unser Gebet ist, dass es ein Segen für die Zuschauer gewesen ist.
Im Namen der Zuschauer möchte ich diese Beteiligten ganz herzlich danken für unsere Klavierspielerin, die Sänger und dann unsere Brüder Pastor Arthur Bergen und Pastor Heinz Schadner. Danke für die Worte und für die Botschaften, die wir hören durften. Und so möchte ich Sie alle mit dem Segen Aarons entlassen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Gott befohlen.